Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Battlefront. Und ich habe mir gerade ein Wasser aufgemacht. Na, verdammt. Naja, gleiches Team sogar, aber diesmal aus Sicht der Rebellen. Gleiches Gewehr, nur diesmal spiele ich als Frau. Ne? Gehört sich so. Weißt du, Partner? Nein. Vor allem, warum hat der 0 Ionenschüsse? Das sieht man natürlich nicht, oder? Wir haben's geschafft! Ja, guck doch mal. Yeah, komm schon! Vor allem, das sind andere Samples, gleiche Figur. Aber eine andere Stimme jedes Mal. Finde ich lustig. Spiel wird geschaltet. Also, ne, das ist die zweite Folge. Und die nehme ich direkt danach auf. Das ist also das gleiche Team. Ist aber relativ leer. Deshalb werden wir wahrscheinlich wieder verrecken. Ui, ui. Da, wie man ja weiß, dass die Rebellen irgendwie immer ein bisschen schlechter, also dass die, für die Rebellen immer ein bisschen schwerer sind, ist, wenn sie halt die Fahrzeuge haben. Okay. Komm, au. Aber was ich auch schön finde an dem Modus, ist halt irgendwie so ein Wash und ich mag Wash. Also, wenn man das jetzt mit dem Battlefield-Modus vergleicht. Hallo. Boom. Was macht der da? Hi. Ich will ihn zerstören. Ach, komm, komm. Ich sehe dich zwar nicht mehr, aber ich zerstöre dich trotzdem. Au. Hat der irgendwie Speed drauf oder was ist denn das? Ha, er hat aber eine große Reichweite, das Ding. Gut. Ich habe mehr Kills gemacht als er. Ich bin zufrieden. Ich habe damit meinen Tod ausgeglichen eben. Jetzt müsste ich eigentlich ausgeglichen werden. Nein. Ja, eine Umgebungsmine. Wo ist denn das Ding? Da. Gucke mal. Schlecht. Nee, einfach nochmal drauf. Wo sind denn die? Na doch, das füllt sich langsam wieder bei denen, aber wo? Wo sind die alle? Da fliegt einer. Das ist Boba. Das ist Boba. Was? Ah. Wie hat er das auf sich selbst gesetzt? Ablenkerfassungssequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Müsste man. Zum Glück nicht das, was ich gesetzt habe. Da wagt es einer. Da wagt es einer. Was? Ach, hier ist schon wieder Ende. Ende im Gelände. Anstatt hier vor deren Stelle zu campen, könntet ihr auch einfach mal zum anderen Ding laufen. Ach, falsches Haus. Jetzt ehrlich, ich weiß nicht, wofür hier in diesem Spiel eh da ist. Aha. Ich wollte gerade nach hinten umbringen. Vor allem ist schon einer zerstört. Hi. Wie geht's denn so? Ich bin hier schlechtester Spieler auf dem Server. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so mit Originalwaffen. Also ich glaube, ist dann für die Rebellen. Gibt's ja auch, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr. Er ist. Okay, gut. Hi. Au. Das Ding sieht eher mehr so aus gerade als. Könntest du jetzt schießen, kleiner Turm? EAT hat? Hat er das gerade wirklich gesagt? Mann, ich wollte anders geschützt. Sieht immer so lustig aus, vor allem bei Hoff. Hoff ist da meine Lieblingsmap.
wie das einfach alles auf den AT-AT zuprasselt da. Ja. Ich bin ja ganz gar nicht wegspinnen, aber. Das bin ich auch gewohnt. Das war seine letzte Kopfgeldjagd. So, Feuer! Hilfe! Ich brauch Leibern. Oh, wir werden flankiert! Über die Flanke. Es wird über die Flanke angegriffen. Nee, ich sag mal, flankieren ist nämlich was anderes. Okay, den kriegen wir jetzt schon so hart runter. Okay, nee, das kriegen wir nicht mehr. Außer wir stellen uns jetzt wirklich scheiße an. Hier müssten wir länger. Ja. Das ist ein Gegner. Das ist kein Gegner mehr. Nein. Ich lauf raus. Nein. Böser AT-AT. Vor allem, das könnte man halt immer auch so gut in der in Zeit der Separatisten machen können. Und zwar nur mit einem AT-TE. Also, gleicher Spielmodus, einfach nur anderer Skin. Bisschen vielleicht noch die Animation ändern und schon hat sich die Sache. Hallo, ich bin. Und ich habe zu schnell gedrückt. Ja, wenn diese Lok kommt. Nein! Ach, da wäre eh noch einer gekommen, hätten wir wahrscheinlich einen Schlag ins Gesicht gegeben. So wie das Imperiale nur können. Können wir nicht treffen. Y-Wing meldet positive Zielerfassung. Ja, komm, Bewegung. Danke. Halte die Augen nach feindlichen Einheiten offen. Nee, danke. Ich schließe da immer die Augen. So spiele ich auch die ganze Zeit. Wahrscheinlich sieht das auch bei euch so aus. Alter! Natürlich, der T21! Das ist das gleiche, was ich habe, nur ein heftiger. Geh verrecken. Du musst den Baum schon gehen. Danke. Geh verrecken. Mach er Tutti tot. Ich kack schon wieder wo ganz anders hin, ey. Ich möchte einmal gehen. Was zum. Das war der ATST. Na, ich hab ihn getroffen. Na. Da war doch eben einer. Da ist einer. Oh, du mit deinem Schild. Du Elender. Sieht man zwar nur mit Nahkampf kaputt. Nee. Verrecke. Gute Arbeit. Wir haben den Ablenk aktiviert. Schön, ich bin hier aber gerade leicht beschäftigt. Na. Moment, stellen wir hier einfach mal das Ding auf. Ich hoffe, das ist was bringt. Ablink offline. Hallo? Hinter. Boah, böse. Nee, das ist nichts Böses. Ich habe mich extra so hingestellt, dass ich hier den Weg gut überblicken kann. Das ist fein. Bombe hat das Ziel erfasst. Aber halt selbst nicht so gut angegriffen werde. Vor allem nicht von. Hallo. Nein. Na toll. Ein schönes Geschütz. Das war eine wunderbare Stelle. Böse sind Sturmtruppen. Wunder, dass sie irgendwas gekriegt haben. Ja, die irgendwie ist das Level irgendwie immer für alle Beteiligten graus, diese Phase im Gefecht. Safter. Vielleicht der eine erstmal umbringen, dann noch der andere. Leben. Ich brauch Leben. Helden. Ja, bald ich. Danke. Kampfläufer von unserer Bombe anwesend. Was nehme ich denn da?
Ja, die kann ich spielen, weil ich nicht halt den Season Pass habe. Nee, ich nehme das recht schnell. Hi. Was? Was hat er gesagt? Hi. Verrecke Imperator! Imperator! Blöd! Au. Das ging schnell. Hab ich jetzt. Den Imperator habe ich jetzt umgebracht, oder? Aber das ist die Aktion für den Arsch gewesen. Ah, seine Wache hat zwar überlebt, aber. Und das Ding. Au. Den mag ich nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Vor allem jetzt kriegen wir keinen Reiz, wenn man ablenkt. Das ist ein Arsch. Wir haben eine Ablenkstation. Weil der AT-AT halt relativ weit vorne ist inzwischen. Ich hab eine Serie. Cool. Ich hab eine eigene Serie. Was kann man damit tun? Hallo? In eine elende Camper-Sau. Jetzt geht wieder. Intelligenz auf die Kette. Heil hier. Wunderbar. Echt? Was? Ist er wirklich? Ja, aber. Da ist die Schwachstelle. Ah! Diese intelligenten Raketen. Also die ganzen schlauen Dinger schießen halt nie auf die Schwachstelle. Das ist zwar sein dummes Gelenk hier. Gut, dass du das uns auch noch preisgibst. Ja, aua! Partner, Start! Zerstört ihn! Zerstört den AT-AT und vernichtet bitte die Infanterie noch. Das wäre auch mal ganz allerliebst. Aua! Ist halt immer schön lustig. Hier in so solchen Spielen wird halt, ist halt hundertprozentig auf dein Aim angesetzt. Weil der Laser halt keine. Weil der Laser nicht verschießt. Der ist eigentlich so. Du kannst über die ganze Map snipern. Und interessanterweise haben Spiele. Laser in solchen Spielen immer ein Rückstoß. Was ich auch lustig fand in Wir haben die Ablenkstation aktiviert. Nee, das war dann Team Rowan. Das war in der Rebels Rebels. Diese wunderbare tolle Serie. Gute Neuigkeiten. Die Prinzessin ist hier. Cool. Jedenfalls, was ich dazu sagen würde, da tötet Laser ja zum Beispiel nicht, ne? Wie wir alle wissen. Laser ist ja vollkommen harmlos, das ist wie eine Blattpatrone. Bombe hat das Ziel erfasst. Kann ja an den Kopf fliegen und wohin du sollst, und da ist ein Kopfschmerz. Ja, das ist nicht schlimm. Nein. Ist langweilig irgendwie. Schau ich das? Ganz knapp. Komm. Ich glaube, das Ding ist sogar offiziell ein Präzisionsgewehr. Ablenkstation ist online. Hallo. Imperiale Einheiten haben unser Ablenksignal abgeschaltet. Wir müssen es reaktivieren. Haha. Das ist eine Wache. Leia kann Wächter spawnen. Assist und du bist schon. Achso, du bist ein Toter. Ich brauche einen Tulting-Geschossen. Mann, wieso kann ich hier eigentlich auch niemanden markieren? So macht man das mit E? Wir haben die Ablenkstation unter Kontrolle. Verteidigt sie. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Unsere ist hier. Ach, passt schon. Hier kommt keiner hin, solange wir die Position halten.
raus. Verrecke! Nein, nein, nein! Wieso? Ach, genau das. Das AC-180C. Das ist nämlich das gute... Das ist nämlich... Ja. Habe ich den gerecht? Hä? Was ist du denn jetzt schon wieder? Geht's nicht gut. Nur woanders hin. Ist das nicht schön hier? Der Abling ist tot. Unsere Y-Wings brauchen dieses Signal. Lass mich Sniper sein. Feinde auf 12 Uhr! Hab ich doch irgendwo einen gesehen, oder? Spione haben Darth Vader in eurer Zone gesehen. Haltet euch bereit. Hallo, ich verteidige hier meinen Cap. Gute Arbeit. Okay, gut, das wird jetzt langsam jetzt kritisch, wenn der jetzt wirklich hier rankommt. Ist noch einer. Aber stirb, du Pfosten! Pfosten! Sag doch, stirb! Hallo? Wir sind zu wenig inzwischen hier. Oh ja, das läuft. Läuft. War doch eben irgendwo einer. Dass ich einfach. Da kommt ein. Da kommen sie. Oh, da kommen sie da angestürmt. Das ist ja grauenhaft. Ich geh mal wieder zurück. Wiedersehen. Das ist mir ein zu heftiges Sperrfeuer. Hä? Cool. Läuft, meint? Blub. Muss man sich auch irgendwie verarschen. Oh, Schild im Schild. Geiler Schildeffekt. Au. Man sollte sowas nie machen. Aber ich sag's, der wird wenigstens im Schild anvisiert. Oh toll, jetzt muss ich da wieder hochlaufen. Ich will da rüber. Ich will da rüber. Wir haben Vader besiegt. Wunderschön. Wir müssen ihn reaktivieren. Ja, weil da auch immer so viele kamen und wir alles unter dem Schild versteckt haben. Aus dem man dooferweise nicht rausschießen kann. Okay, ich glaube, das wäre auch sonst so ein bisschen. Verrecke, Imperialer. Verrecke. Hier ist aber irgendwo einer hingesprungen. Ah. Ja, das sind ein paar viele da. Bleib mal da, bitte. Wollt mal hier bleiben, aber... Das Doofe ist, mein Partner war auch gleichzeitig ein Teil meiner Deckung. Und Saka. Was du bist, in dieser Phase ist das Geschütz hier relativ ineffektiv. Weil der schießt doch nicht hoch. Naja, wir haben gewonnen! Als Rebellen! Läuft! Und ich bin sogar fast. Alter, ich hab mich gut geschlagen, doch. Ohne AT-AT sogar. Läuft! Nette Bilder hat man hier. Naja. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibt mal bitte unten in die Kommentare auch, wie euch das neue Projekt hier gefällt. Das ist, ne, das kommt im Anschluss nach Star Wars Battlefront von Pandemic. Also Star Wars Battlefront 2. Und, ja. Cool. Jetzt brauche ich noch Kills mit schweren Blaster. Naja, dann sag ich, ne, schreibt unten, wie euch das Projekt gefällt und dass wir die nächste... Das ist totisch, das ist Läuferattack? Läuferangriff, das ist doch... Naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, bleibt mir treu, Wiedersehen, ciao!